Der ganze alte Radioquatsch von Mutti. Original. Rote Gitarren. Sopot. 1976. Frank Schöbel und Chris Dürk. Was ist das? Interview? Leuchtet doch mal hier. Was? Interview Mick Jagger. Das ist meine andere Hausnummer. Huhu. Oh, Olaf. Es geht ja immer Olaf hier, Olaf da, Olaf ja. Dort. Ja, weißt du, es ist ganz wichtig, dass du mit ihm telefonierst und weißt du, dass ich du da bin ja nur bist. Der einzige Sohn. Oh. Wenn überhaupt. Bin ich's. Oder bin ich's nie. Der echte. Schubert. Immer muss das ja rausfinden. Die Herkunft des Menschen, das ist ja das, was ihn seit jeher umtreibt. Ne? Wo komme ich her? Wo gehe ich hin? Welche Schuhe ziehe ich dazu an? Das sind die elementarsten Fragen, die es gibt. Hatten Sie die Sache denn eh schon vielleicht so ein bisschen geahnt oder musste man Sie erst darauf stoßen? Nein, also geahnt habe ich derlei nicht. Dann hätte ich schon eher mal irgendwie mich umgeschaut. Nein, das kam eher so wie Kai aus der Kiste. Oder wie sagt man, wie das Huhn zum Ei, bloß andersrum. Aber wenn Mutti nicht mehr reden kann, muss ich eben selber suchen. Ist Ihnen denn unabhängig von der direkten Verwandtschaft irgendwann mal die verblüffende Ähnlichkeit zum Mastermind der Rolling Stones aufgefallen? Nein, da bin ich sowieso ganz schlecht. Immer wenn gesagt wird, ach guck mal hier das Kind, ganz die Mutti, ganz der Vati, hier der Enrico sieht doch aus wie sein Onkel. Sag ich mal, wer sieht wie aus? Ich erkenne da überhaupt nichts. Also demzufolge habe ich bei mir immer gedacht, ich sehe eigentlich aus wie ich. Olaf Schubert, meine Damen und Herren! Müssen wir vielleicht prinzipiell mal reden, wie wir jetzt in Zukunft weitermachen, all dieweil haben sich schon ein paar Sachen geändert. So. Bei dir jetzt, oder was? Ja. Okay. Privat, oder? Ja. Also, es ist jetzt im Prinzip, es hat sich angedeutet und wir haben das jetzt lange recherchiert. Also, ich bin der Sohn von Mick Jagger. Das ist nie alles Quatsch, immer nur, bloß weil ich Komiker bin. Ja. Und wir sind jetzt da im nächsten Schritt bei ihm, bei Mick. Wollte ich nur sagen. Da gibt's Mick und dann ja auch noch 8 neue Geschwister, die Sie jetzt haben. Ja. Gibt's da nicht Gedanken in puncto Nachzahlung von Alimenten, Kindergeld, Erbe? Ja, aber so sind wir aus dem Dorf doch nicht. Also das ist jetzt nicht das Erste, woran man denkt. Und zumal ich ja auch selber mir was dazu verdiene. Und Besitz belastet. Ja, stell dir vor, denn dann kriegt man dort irgendwelche Millionen oder irgendwas oder Güter. Und dann muss man sich ja auch drum kümmern, dann muss man dorthin fahren. Irgendwie muss ich dann mit dem Pförtner reden. Ich kann ja gar kein Englisch. Nein, ich hoffe, dass das andere nehmen. Unfassbar. Hier ist meine Mutter gewesen. Mit diesen Stones. Als Zuschauer sagt man immer, in Frankreich zum Beispiel, die spinnen die Gallier, in Deutschland, na, die spinnen doch die Sachsen. Dann ist aber eure Recherche so raffiniert und so auf den Punkt, dass man eigentlich daran zweifeln zu dürfen. Ja, das ist sehr gut formuliert. Kann ich das unterschreiben? Könnte es sein, dass ihr während der Dreharbeiten vielleicht auch gelegentlich selbst mal in Zweifeln geraten seid? Ja, selbstverständlich. Also in alle Richtungen. Also ob es vielleicht doch nicht so ist, ob es doch so sein könnte. Und natürlich auch ist man felsenfest davon überzeugt, dass es so ist. Also da wurde die gesamte Range abgerufen. Einmal 360 Grad. Und hoch und runter. Ich bin der Sohn von Mick.
Glaubst du nicht, dass du dich da irgendwie ein bisschen in was reinsteigerst? Ich meinst du, der Jagger merkt sich die Namen von seinen F***-Bröschen? Also, pass mal auf, also jetzt. Jagger ist ja offiziell sogar Sir Michael Philip Jagger. Er wurde also von der Queen zum Ritter geschlagen. Hat das eigentlich auch Vorteile für Sie als rechtmäßigen Nachfahren, zum Beispiel für den nächsten England-Urlaub? Ich muss zu meiner Schande, ich war erst einmal, wie gesagt, in England. Und das war auch nur kurz, weil wir da wirklich nur hin sind und nur eine Nacht übernachtet. Also das steht mir alles noch bevor. Ich muss England noch erkunden, erobern, einnehmen. Und ja, ich glaube, die Söhne sind aber nicht automatisch Sir. Also da wird ja nur der eine geschlagen. Und wenn ich jetzt Sir sein will, müsste ich selber auch noch mal geschlagen werden zum Sir. Man ist es ja nicht erblich. Das ist ja das haben die extra so gemacht. Man ist sozusagen, man ist edler zweiter Klasse. Ich bin jetzt gerade an so einem Punkt in meinem Leben, in dem ich so mehr, was heißt nicht mehr, aber auch nach hinten schaue. Also bist du nicht krank oder so? Nein. Nee, nee. Und deshalb versuche ich mit gewissen Leuten in Kontakt zu treten, was sich halt oft gar nicht so einfach gestaltet. Und ich wollte dich fragen, weil du ja viele kennst, ob du Kontakte hast, so. Kontakte? Naja, ja, so, aber dort, Stones Buch, wie ist das jetzt, wenn du jetzt zum Beispiel Mick Jagger oder so, jetzt mal als Beispiel, hättest du von dem eine Telefonnummer? Ich könnte ihn aus Quatsch ja mal fragen. Kannst du ihm ja sagen, oder ob das okay wäre, weißt du, dass ich mal mit ihm spreche. Wie kam denn eigentlich die Zusammenarbeit mit Flake von Rammstein zusammen? War das in etwa so, in der DDR gab es ja eh nur 17 Millionen Einwohner, man kannte sich halt? Eigentlich, genau, war das ja ein Dorf, ja, das größte Dorf Europas. Alle kannten sich und es war ja eher ein Problem, sich aus dem Wege zu gehen. Und natürlich, wenn man dann noch irgendwie Musik gemacht hat und dann auch noch so ein bisschen Rock'n'Roll und so, dann musste man sich auch die Fans teilen, ganz klar. Hey Mick, das ist Flake, also Flaky von Rammstein. We met us in Glastonbury and you give me your number. Now a friend sits beside me and he talk about his mother and maybe you knew her. And so it would be nice if you call me back for a second. Thank you. Hier was Flake, bye. Also mein Englisch ist jetzt nicht so, aber mal sehen, ob er sich meldet. Und was sagt das Jagger Management eigentlich zur Sache? Das sind ganz verschlungene Kanäle und es gab sozusagen ein Treffen, das sich aber mehr oder weniger unter juristischer Obhut unter so einer Käseglocke stattfand, wo dann, glaube ich, die gängige Formel ist, beide Seiten haben Stillschweigen vereinbart. Wie in der gesamten Gesellschaft ist natürlich auch bei den Rolling Stones ein großes Problem die Überalterung. Wäre da nicht eventuell sogar die Chance, dass der Sohn irgendwann mal zum Vater dazustößt und mit in die Seiten greift oder ähnliches? Ja, leider ist ja der Posten des Chefschlagzeugers frei geworden bei den Stones letztes Jahr. Und das hat ja auch in der Rockmusik Tradition. Ich glaube, der Sohn von Phil Collins hat ja dort auch auf die Felle gehauen. Mal sehen. Ich habe natürlich aber auch gar nicht so viel Zeit. Wenn jetzt die Stones immer auf Tournee gehen, dann sind die ja immer in der ganzen Welt unterwegs. Naja, wenn ich es zeitlich einrichten kann, werde ich vielleicht mal aushelfen. Ich würde ja den Altersdurchschnitt, glaube ich, um 97 Jahre senken. Ungefähr 97. Da wären die ja quasi wieder eine Teenie-Band durch mich. Boyband sind sie ja eh schon. Ja, genau. Volle Satisfaktion. Jagger lässt Arena beben. Götter des Rock'n'Roll in Düsseldorf. Yeah.
Komiker Olaf Schubert. Erst kam er, dann Jagger. Na? Wer ist das? Der Olaf.